Spielberg heißt der Mann, nun buchstäblich zum Gefühlsgalopp an. Die Hauptrolle spielt ein Pferd und daneben gibt es jede Menge Pathos. Ob dem Meister mit dem Film Gefährten ein cineastischer Husarenritt gelungen ist oder ob mit ihm schlicht der Gaul durchgegangen ist, das weiß Jan-Peter Gerkens. Das Kino träumt in Licht, Technicolor und unendlicher Weite. Da erfindet es den Ort für diese Geschichten mit ganz eigener Magie. Wenn ich pfeife, dann musst du kommen. Hast du verstanden? Den Ort für tiefe Freundschaft zwischen Mensch und Tier, die es so eben nur auf der Leinwand geben kann. Gut gemacht. Es geht um Haltung in diesem Film, um die Haltung eines Jungen, der alles tut, jede Schwierigkeit überwindet, um mit seinem Pferd zu sein, und die Haltung, das Rückgrat dieses unverwüstlichen, erstaunlichen Tieres Joey. Er hört bloß auf mich, Sir. Er nützt ihn im Krieg auch gar nichts, er scheut bei jedem Geräusch. Würdest du ihn mir leihen, Albert? Als mein persönliches Pferd? Die britischen Truppen brauchen Pferde, um in den Weltkrieg zu ziehen. 1914, französische Westfront. Gemetzel, Völkerschlachten. Warhorse, Gefährten, ist pathetischer Tierfilm und Kriegsfilm zugleich. Ohne Scheu vor den grauenhaften Bildern der Schlachtfelder, die alle Nationen gleich und alle Soldaten zu Kanonenfutter macht. Das Pferd als vereinendes Bindeglied immer mittendrin. Versteck dich unterm Bett, bis sie abgerückt sind. Und was dann? Günther, ich komm schon zurecht. Die brüderlichen Deserteure, eine Episode in diesem Leinwandspektakel, das Steven Spielberg in handwerklicher Präzision und edler Größe erzählen möchte und sich dabei doch vergaloppiert. Aber immerhin ohne Nebenwirkungen für seine Hauptdarsteller. Was grundlegend wichtig war beim Drehen, keinem Tier durfte tatsächlich etwas passieren. Sie durften nicht mal einen Kratzer abbekommen. Joey, das heldenhafte Pferd als geschundene Kreatur zwischen den Fronten. Mehr der Wunsch nach Kinomagie als großes Kino selbst.